Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Wir sind immer noch im Dunkelwald. Wir sind ein paar weitere Nebenaufgaben erledigt, haben uns, haben die Damen eine Kröte verwandelt, die wir jetzt gleich holen müssen. Haben hier Hinterhaltzeug geschlagen und. Wenn ihr nicht geschaut habt, könnt ihr euch gerne in den letzten Part reinschauen. Okay. Hier gehen wir mit der Morla, die hier steht, die nächste von den Hexen. Sei gegrüßt. Ich bin Morla, die Weberin. Josmine hat mir schon von dir erzählt. Danke für dein Vertrauen, Morla. Ich habe gehört, um dich über ein Problem. Mein kleiner Liebling Alvis ist seit einigen Tagen verschwunden, wohl an seinem Lieblingskrötenteich die jungen Damen aufzuwarten. Wenn du mir diesen untreuen Kröter nicht zurückbringen kannst, könnte ich mich für dich bei den Hexen des Dunkelwalds einsetzen. Er bringt nicht hier, sondern zum Lager der Jägerin Alvine. Ich werde dort auf dich warten. Es geht gleich, ich werde mich klar auf den Weg machen. Auf bald, Morla. Und? Hast du schon was rausgefunden? Du weißt schon. Können wir Fragen beantworten? Was kannst du mir über die Menschen hier sagen? Na, da gibt es nicht viel zu erzählen, aber es würde dich... Da gibt es viel zu erzählen, aber es würde dich bloß langweilen. Der Bogen ist ein zurückhaltender und höflicher Mensch und nie ungeduldig zum Gesinde. Er bringt den größten Teil des Tages damit, seine Bogen zu pflegen und neu zu bauen. Am Abend sitzt er dabei im Kästlich in der Küche und zerbricht sich den Kopf über Holzpreise und so etwas. Und diesen Kram kenne ich mich nicht so gut aus. Fenian ist ein nettes Mädel, sehr pflichtbewusst und ordentlich. Das kann man von ihm verlobten Danus nicht unbedingt sagen. Naja, nett ist er ja, aber in gleichzeitig hat der größte Taugung nicht im ganzen Kosch. Er macht Fenian unglücklich, also scheint er zumindest für irgendwas zu gebrauchen zu sein. Dann gibt es noch den Koch, ein unfreundlicher und krisenkrämiger Zeitgenosse. Man könnte meinen, hinter seiner harten, unfreundlichen Schale verbirgt sich ein netter, liebenswerter Kern. Das stimmt aber nicht. Hinter der harten Schale verbirgt sich bei ihm ein ebenso harter Kern. Danke, das war alles. Lebt wohl. Okay, wir sollen einfach den Danus... Danus... Den Alvis hier bringen, den kennen wir auch schon. Den haben wir jetzt gerade kennengelernt. Cool, die sprechen. Bevor gehen wir mal zum Koch rein. Mit dem wir noch von der Saphira aus... heute unterjubeln sollen. Also kommen wir, schauen wir mal rein. In die gute Küche. Folgt mir. Mal die Truhe knacken. Ja. 500 alte Brötchen, alles klar. Das hier nennt man Küche, weil hier der Koch arbeitet. Das bin ich. Und du siehst mir nicht aus wie ein Koch. Also raus hier! Ich habe hier ein Brötchen und Gewürze von Saphira für euch. Das ist natürlich, aber kommt der böse Sinnzweifel der Alten. Ich habe sie wochenlang darum gebeten, mir die Gewürze zu verkaufen, aber ohne Erfolg. Das ist irgendwas faul, oder? Saphira ist eine Hexe. Ihr wisst doch, wie wackelmütig die sind. Hm, da habt ihr recht. Und einen Geschenken-Gau schaut man ja bekanntlich auch nicht ins Maul. Also gebt den Beutel schnell. Wisst ihr, in ein paar Tagen kommt der Baron hier zu einer seltenen Visite vorbei und dabei soll ich ein großes Festbankett zubereiten. Die Gewürze brauche ich für den Hauptgang. Der Baron wird seinen Gauben nicht trauen. Das wird ein Fest. Easy. Gut. Jetzt hat er die versetzten Alles Gewürze, klar. Die kann auch was machen. In sein Essen. Tut ihr die jetzt. Ja, kann uns egal sein. Kann ich so viel ganz gut sagen, dass wir das gemacht haben. Kann ich hier nicht holz. Genau hier hin. Hol die Korte da aus dem Flussufer ab. Statt des Saphira-Bericht. Der Koch hat keinen Verdacht geschöpft. Die Gewürzmittel müssen schon bald ihre Wünsche entfalten, dass auch noch, wenn hochgestellt persönlich ganze Parkett geladen sind. Ich denke, es wird Saphira gefallen. Ich sollte ihr davon berichten. Das bin ich. Lass das mal, dann mal los. Mit dem Hauptcharakter mal davor laufen. Okay. Da ist er gar nicht auf der Map markiert. Ich
Ich kann mich einfach nicht an dir satt sehen, Danos. So eine hübsche Kröte. Ein bisschen fett vielleicht, aber sehr hübsch. Ich bin sicher, du magst dein neues Erscheinungsbild genauso wie ich. Eigentlich sollte mir für Jana dankbar sein. Der Loom würde doch auch mit Maul oder Jasmin im Heu verschwinden, wenn es ihn juckt. Ach, Belgium, du bist. Na, willst du dein Werk auch noch einmal begutachten? Alvina, was machst du hier? Na was, wohl, dasselbe wie du. Ich schaue dir ein bisschen beim Fliegenfressen zu. Das hast du wirklich gut gemacht. Wenn ich das gesehen hast, kann ich ihn dann mitnehmen und zu Viana bringen. Was? Das arme, verwirrte Ding will ihn sogar noch als hässliches Krötlein haben. Und willst dir dabei helfen? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf meiner eigenen. Ich habe dir geholfen, deine Rache zu erhalten. Nun sorge ich dafür, dass du auch nicht zustößt. Du bist ja genauso vaterhaft wie eine Hexe. Also gut, niemand soll sagen können, ich sei ein Unmensch. Nimm diese treulose Kröte und bring sie zu Viana. Das dumme Mädchen ist wohl wirklich verliebt in ihn. Hab Dank, Alvina, du hast wirklich ein cooles Herz. Ich? Ein gutes Herz, hau bloß ab. Okay, bring ihn da uns zu Viana. Die beiden stehen halt die ganze Zeit hier rum. Auf die zustürmen werde ich jetzt aber auch nicht, deswegen. Habt ihr Danos dabei? Ja, seht ihr. Oh mein Danos, was hat die schreckliche Frau dir nur angetan? Ich bin euch dankbar, dass ihr ihn mir gebracht habt, Pilkim. Es tut mir leid, dass ich die Prioten auf euch aufgesetzt habe. Sind wir jetzt quitt? Ich glaube schon, aber entschuldigt mich jetzt bitte, ich muss mich um Danos kümmern. Quack, quack. Bisschen noch eine Fliege, Mann, Süße. Seit. Okay. Mit dem reden. Erstmal ausruhen. Ach, das ist der, den wir gerade zusammen sollten. Okay, dann geht's mal wieder zurück zum Salmenteich, dem Alvis holen. Und danach zu Saphir, um zu sagen, dass wir das Koch die Gewürze untergejubelt haben. Guck mal, Wölfe, die friendly sind. Okay, das sind ein paar Patrioten, die die Kröten haben, killen sind. Ach komm, wir müssen das mal kurz an. Das ist schnell für uns dabei. Wie cool, dass ich um ihn versammeln. Und an eins ist der Woche. Warum bin ich überhaupt nicht überrascht, euch hier zu sehen? Was habt ihr hier vor, Beintrusch? Das gleiche könnt ihr doch auch fragen. Ihr seid nicht zufällig im Auftrag einer gewissen Hexe hier. Denn ich bin von großem Gesetz angewiesen, hier die örtliche Kultenzahl zum größeren Ruf des Sonnengottes zu dezimieren. Eine habende Aufgabe, findet ihr nicht? Hört ihr da etwas Sarkasmus? Wo denkt ihr hin? Sarkasmus ist unser Diener des Preises unbekannt. Nur frage ich mich, wessen Willen ich denn hier überhaupt umsetze. Die hiesigen Waldbauern scheinen auf jeden Fall nicht sehr begeistert darüber, dass sie sich von den bösen Hexen befreien. Aber lassen wir das alles. Ich sei ein Hexenfreund, das ist mir klar. Und ihr seid wahrscheinlich hier, um Mordas Vertrauten zu beschützen, habe ich recht? Ihr habt recht, ich bin wirklich im Mordas Auftrag unterwegs. Ihr seid ehrlich, Pilgrim. Eine Eigenschaft, die Preis über alles andere schätzt. Eure Seele ist wie ein offenes Fenster, in der das Licht des Sonnenfürsten scheint. Ganz im Gegensatz zu einem gewissen großen Inquisitor, dem ich leider glaube, dass er uns von Anfang an nur belogen hat. Hört mir gut zu. Meine Männer und ich haben nicht vergessen, was ihr für uns getan habt. Wir werden jetzt in unser Lager zurückkehren und besprechen, wie wir weiter vorgehen wollen. Ist das ein akzeptables Angebot? Ich glaube schon, Beatrice. Lebt wohl und bleibt standhaft. Frei aus mit euch. Kommt, meine, wir haben hier nichts mehr verloren. Das ist nur eine einzige. Weil die wahrscheinlich alle beim Kampf gegen die Dinger draufgegangen sind. Kostet
Alvis vor schlechten Menschen gerettet. Alvis ist dankbar. Quack, quack. Marla schickt mich, ich soll die Schrödingers zu ihr bringen. Ja, Marla, drück den Marla. Alvis reicht in deiner Tasche. Ja, Xiaoqi und Bendrich verschont und wurden jetzt dafür belohnt, dass er uns eben einfach die Kröte verlassen hat. Hätten wir ihn getötet, das kann ich euch sagen, also hätten wir ihn, da als wir ihn retten sollten, killed. Dann wären uns ein paar, wenn uns 6 oder 7 Prioten da jetzt gegenüber gestanden. Was für Krawatte. Papier. Satuaria schütze dich. Ich habe dem Koch das Gewürz gebracht. Ja, das wird dem Mohren als Gutsfass ein Lehrer sein, ihr Hexen in Zukunft mit etwas mehr Respekt zu behandeln. Hat er gesagt, wann er das Fest mal zubereiten will? Ja, bereits in einigen Tagen. Da werde ich mich noch gedulden müssen. Frau Freude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Hihi. Ich habe deine Belohnung versprochen, die sollst du auch bekommen. Miese Sichel lassen sich auf die zahlreichen Kräuter erden, ohne sie dabei zu zerstören. Ihr böser Fieber. Kräutersichel. Können wir unten reinlegen. Können damit jetzt quasi die ganzen Kräuter besser ernten. Also genauso wie das Küchenmesser, nur halt für Kräuter. Ziemlich wichtig, das Ding. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier lang, bringen den Mauler die Kröte. Bringen den Holzfällern. Ich glaube, Brotzeit. Und dann können wir nochmal schnell bei Jusmin schauen und ihr sagen, dass wir die Hexenbäume befreit haben. Also gewertet haben. Die will ja rüber im Wald. Da stehen die beiden anderen. Oh, Alvis, mein treuer Gefährte. Dank dir. Die Rettung meines vertrauten Tiers schenkt dir auch mein Vertrauen. Nimm diesen Eulenschädel als Beweis. Und? Hast du schon was rausgefunden? Du weißt schon. Na, das kläre ich gleich mit Jasmin, ne? Mal kurz dann, als Verländer sind sie. Holdwin, bist du das? Ja, Himmel, Orken, Wolkenbruch, komm her! Oh, verzeiht. Wir haben eigentlich jemand anderes erwartet. Ihr seid Holdwins Freunde? Ich habe ihn gerade von den Kurbanditen gerettet. Hier das Essen, das er bringen wollte. So eine verdammte Orkerei, der arme Holdwin. Diese Banditen werden auch immer dreister. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Räuberhauptmann Humbert hintersteckt. Hoffentlich rappelt sich der Holdwin bald wieder zusammen. Ja, heilige Scheiße, diese Bäume hier fällen sich schon nicht von alleine. Oh Gott, sind so viele Bandstrahler. Ich will eigentlich zu Jusmina. Hm. Ich muss wohl mit den kämpfen. Geht nicht anders. Amazone vorauf. Kurkum. Meine Rache. Lass das mal vorgrin machen. Auf geht's. Ein Zwerg, ein Baum. Aufgepasst. Okay, die hätten wir. Aber wir schulden diesen Weg versperren.
Oh, mehr Conchinis. Mitnehmen. Na, schon wieder zurück aus den Tiefen des Waldes? Also die Hexenbäume. Die Hexenbäume sind sicher erkannt, sondern die werden sich mehr in ihrer Nähe wagen. Wenn ich mal als Hexenfreund in Erinnerung behalten. Niemals Zeichen meines Dankes, diesen Kriegshammer. Den habe ich bereits jugendlange mitgehen lassen. Sieht ziemlich teuer aus, das Ding. Sag mal, wofür braucht die Hexen eigentlich meine Hilfe? Es scheint dir allein auch ganz gut zurecht zu kommen, wenn du im Lager der Patrioten Dinge klauen kannst. Ist aber nicht frech. Immerhin habe ich das Ding für dich mitgehen lassen. Natürlich können wir die Hexen auch ganz gut auf uns allein aufpassen. Manchmal kommt mir mein List und Tücke allein nicht weiter. Da brauchst du aber jemanden fürs Grobe. Jemanden wie dich. Du scheinst dich auch ganz gut zu halten. Okay, wir können nicht mit ihr drüber reden, was wir jetzt machen, wenn wir das Vertrauen von anderen haben. Aber unser Questbuch hilft uns da, glaube ich, weiter. Haltunga, der älteste weise Hexe Dunkelforst, sie ist wohl die einzige, die über genug Macht verfügt, um den Wald zu durchbrechen. Ich muss zum Hexentanzplatz, denn Lut kann ich sehr herbeirufen. Hoffentlich wird sie meine Hilfe erhören. Ja, das starte eigentlich, sie sagt uns das auch, aber wir sind jetzt da hoch zu dem grünen Fragezeichen. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, wir haben alles geschafft an Nebenaufgaben. Hier in dem Gebiet. Ich werde versuchen. Aufgaben haben wir alles geschafft. Ja, die Mörder waren wieder weg. Ich will keine Tochter Satuarias mehr sein, wenn... Ach, sei gegrüßt. Jetzt. Ich habe alle Aufgaben für die Hexen absolviert. Könnt ihr mir jetzt bei meiner Kiste helfen? Dass ihr unser Vertrauen verdient, Pilgrim. So wollen wir auch... wie dir bei deiner Kiste helfen. Geht zu unserem Tanzplatz und trifft uns Robex Heidrona. Die Eulenschelle werde ich als Vertrauten der Hexen ausweisen. Und dieser Heidrona kann mir wirklich helfen. Natürlich ist die Oberhexe der Kosche Hexen. Sie ist weise und machtvoll und kennt viele Geheimnisse der Töchter Satuarias. Wenn jemand helfen kann, dann sie. Vielen Dank, Arena. Nun bin ich meinem Ziel schon sehr nah. Schade, dass du schon wieder fort musst. Ich hatte viel Spaß mit ihm. Also gut, dann wieder nur flatschen. Ich glaube, dann müssen wir durch diese Höhle, die wir da gesehen haben. Einfach kommen wir da sonst nicht hoch. Scheint mir wirklich nicht zu sein. Immer noch am Kämpfen sind. Na gut. Lass es die Bären mal machen. Der wird immer wieder umgeworfen. Ah, jetzt haben sie ihn gekillt. Ja, das war die Wache, die wir vorhin ausgewichen sind. Wir haben die Bären jetzt auch mal gerichtet. Okay, dann mal los diese Höhle hier. Ja, so scheinen wir da hochzukommen. Glaube ich zumindest. Wie geht's hier hinten? Schon so Bilder.
Ich glaube, wir speichern mal wieder an der Stelle. Im Notfall nicht alles nochmal machen muss. Na, ja, Autosave macht es auch noch, okay. Okay, das soll schon. Wir sind hier, nichts passiert. Vielleicht sollten wir die Eulenschädel hübsch drapieren. Lassen. Aber wir sind dir wohlgesonnen. Ich will versuchen, dir zu helfen, in die Ruine von Blutberge zu gelangen. Vielen Dank. Wie können wir diesen magischen Zoll überwinden? Der Schutzzauber ist stark und voller fremdartiger wie unbekannter Magie. Ich glaube aber, dass der machtvolle Zauberer die Magie an seine Lebenskraft geknüpft hat. Töte den Magier und der Wald wird bersten. Aber wie ist dieser Zauberer unbekannter Macht? Was, wenn er im Inneren der Ruine ist und seine schrecklichen Pläne verfolgt? Das dachte ich zunächst. Oh nein, dreh dich um. Der Blender ist ja auf dem Tanzplatz, auch wenn er nicht der ist, der es vorgibt zu sein. Ach was. Lügen, Heidruna. Nichts als Lügen einer sterbenden Frevlerin. Das Licht Praios wird euch läutern. Ihr seid kein Diener Praios. Ihr seid eine Ausgeburt des Grauens. Da! Zeigt euch endlich in eurer wahren Gestalt. Hat es erlegt. Oh Gott, die Bajoten sind alles halbnackte Männer. Und der Cousin Sidavania ist ein Mantrake, den wir schon einen besiegt haben. Nämlich den... Wie heißt der jetzt nochmal? Der Valonion, genau. Genau so einer ist er. Nur ein bisschen größer und hat eine Rüstung an. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns erstmal auf die... Ich nehme die Sache in die Hand. Leute, die rumrum stehen. Meint ihr? Arquatus. Cerritus, Cerritus, Astus. Ha, Arquatus. Was, der hat noch kacke gekillt? Flügel ist tot. Auf hier, ran, drei. Alles klar. Ich mach das schon. Meine Sache. Der tötet uns gerade. Der tötet uns gerade richtig. Ach du Scheiße. Was ist denn hier? Amazone, komm. Okay, der hat auch umgesetzt. Das ist doch schön. Für Notfall ziehen wir das auch mal bei hier runter. Alle mal hergehört. Das hat gesessen aus. Die Musik hat uns ja bitte gerade abgezogen. Leute, lasst euch nicht mehr treffen. Ihr könnt doch parieren. Nutzt es doch. Was? Hat nicht mehr viel. Meint ihr? Man muss unbedingt diesen Eimersaft nehmen. Was? Nice, Crit. Okay, jetzt noch 14, komm. Das sind unsere beiden Kämpfer. Das endet nicht gut. Nice.
Ein Drache. Bei Saturias Gnade, was denn noch alles? Der Großinquisitor, ein verdammter Mantrake. Und unter der Ruine schlummerte ein Drache? Du wandelst auf düsteren Pfaden. Schau, was innerhalb weniger Tage aus diesem Wald geworden ist. Diese Kultisten scheinen keine Götter mehr zu kennen. Schrumpfkopf nochmal, hoffen wir nur, dass sich dein kostbares Buch wirklich dort unten in der Ruine befindet. Was ist es so für Menschen, die freiwillig einen solchen Monster folgen? Jeden ausgegebene Kürze einfacher, aber sie sagen, kann sie immer eine Gottheit, die mir bekannt ist. Weil die Mantrakee beten Drachen an. Wir werden das diese Kultisten wohl auch tun. Menschen, die Drachen anbeten. Ich fürchte, das ist erst der Anfang der Schrecken, die uns noch bevorstehen. Heißt das, der ganze Sonnenzug besteht in Wahrheit nur aus Drachenkultisten? Nein, das kann ich nicht glauben. Ich fürchte, der Großinquisitor und seine engsten Diener haben als falsche Propheten einen Haufen Narren mit salbungsvollen Reden einlullen können. Vertraue einer alten Vettel wie mir. Es braucht nicht viel, um Menschen davon zu bringen, dazu zu bringen, andere auf den Scheiterhaufen zu brennen. In der Burg finde ich vielleicht einige wichtige Antworten. Ich mache mich klar auf den Weg. Ja, geh diese Angelegenheit auf den Grund. Ich fürchte, was wir heute sahen, wird Konsequenzen haben, die weit mehr als nur den Dunkelwald betreffen. Aber vergiss nicht, die Patrioten sind auch, da. Wahrscheinlich werden sie bald abziehen, jetzt als ich Anführer als Monster offenbarte. Der Priot Bandrich hatte so das Kommando über das Lager an sich genommen. Da du ihm geholfen hast, glaube ich nicht, dass du ihn fürchten musst. Aber ob er dir helfen wird? Wenn ihr es hört, man findet es auf. Also nicht wundern. Boah, 28 Dukaten. Ausdauertrank. Zaubertrank. Nicht schlecht. Boah, der war ganz schön zäh, ey. Krass. Der hat mit 2-3 Hieben war unser Hauptheld tot und mit einem mehr war die Kerze K.O. Da mussten, oder? Das war echt eng. Hätte ich nicht gedacht, dass das so eng wird, wenn ich ehrlich bin. Das bin ich. Aber nun gut. Wie ihr gemerkt habt, der hat uns die Armschienen der Flammen gedroppt. Es ist ein, sind genauso wie der, wie die Weinchen der Flammen. Halt, sowas ähnliches. Und die geben uns Fingerfertigkeit plus 1. Mal einen ganz guten Rüstungsschutz. Bei Saturias Gnade. Ja, die wiederholt einfach nur das, was ich schon gesagt habe. Okay. Krass, wie der uns fertig gemacht hat, also mit zwei von uns. Weil dann vorgem haben wir Gott sei Dank unsere Gruppe, die Schande von unserer Gruppe bewahrt, weggehalten. Gut, damit ist der Wald bei ersten Sekunden in die Burg. Event teleportiert. Der Bredo. Auch der hier. Na, wenn du das mal nicht bist. Hätte ich mir eigentlich gleich denken können, als ich dieses Vieh von der Burg wegfliegen sah. Und jetzt willst du sicher da oben rein, oder? Dann solltest du dich vorher noch bei mir ausrüsten. Bredo, was machst du hier? Ja, was wohl. Dinge kaufen und verkaufen. Das Gut Dunkelforst ist abgelegen, die freuen sich über jeden fahrenden Händler, der vorbeikommt. Ich komme richtig gerne hier vorbei. Und ganz unter uns, mit dem beiden Humbert, komme ich auch ganz gut zurecht. Mit dem haben wir schon so manche guten Handel abgeschlossen. Hat er denn irgendwas Neues? Nicht unbedingt. Können wir aber mal die großen Armschienen verkaufen, die brauchen wir nicht mehr. Und hier den anderen, andere Zeug. Okay. Alles klar. Ja, die ganzen alten Brötchen können wir den Brötchen mal verkaufen. Da sind schon über 400 Dukaten, nicht schlecht. Okay. Du hast den Dunkelwald ja prächtig durcheinander gewirbelt. Wer hätte gedacht, dass der Inquisitor ein kaltherziges Echsenmonster war? Nicht, dass ihn das großartig von echten Prioten unterscheiden würde.
Auf jeden Fall haben wir Schwestern Satuarias gedacht. Du könntest vielleicht Hilfe dabei brauchen, wenn du in die Tiefen der Burgruine steigst. Heißt das, ihr werdet an meiner Seite kämpfen? Wo denkst du hin? Wir sind wehrlose Frauen und keine Kriegerin. Jeder von uns kann dir eine kleine Hilfestellung geben, die den Weg leichter macht. Und ich fange gleich mal an. Wie du im Priotenklang umgegangen bist, hat mir imponiert. Zur Belohnung sende ich dir eins meiner Wildschweine. Es wird dich bis zum Eingang der Burg begleiten und seinen Hauer in an jedem Fall wetzen. Pass auf, dass ihm nichts passiert. Das wird jetzt diesem hübschen Tor daraus meine Rache überbracht. Graufot und mein liebste Wölfin wird dich den Weg zur Burg hinauf begleiten. Pass gut auf sie auf. Am Krötenteich hast du gezeigt, dass du nicht ohne Herz bist und in den Hexen näher stehst, als du glaubst. Wie du mit Bandage verfahren bist, hast Albus sehr gut gefallen. Er schickt dir dieses Amulett, das er in seinem Teich gefunden hat. Es ist wahrlich wunderlich, was manche Menschen in den Teich werfen. Kopf, du hast mir gebracht, aber dafür musst du Blut fließen. Denk daran, wenn mit dem Schwert lebt, wird das Schwert gerichtet werden. Trotzdem hast du meine Hilfe verdient. Dieses Mutexil sollte in der Stunde der Routine nicht sein. Hä, wir haben doch keinen gekillt. Wir sind noch reingesneakt und haben es einfach mitgenommen. Die Bären haben danach die Wache getötet. Warte? Ja, wir sind einfach so, dass wir wieder zurücklaufen. Ah, ist scheiße, eigentlich hätten wir von der bessere Belohnung bekommen. Jetzt hast du von jedem von uns eine Belohnung erhalten. Geh und erfülle deine Aufgabe, Pilke. Solltest du einfach von den Hexen des Ungewalts brauchen, dann suchen wir uns an unseren üblichen Plätzen auf. So, wir haben Wolf und Wildschwein dabei. Unser Amulett, was wir bekommen haben, ist auch nicht gar nicht so schlecht. Ist noch nicht identifiziert, machen wir eben. Nämlich eine Amulett der Konstitution. Goldes Amulett mit grünen Steinen ist magischerweise die Konstitution des Trägers erhöht. Ich nehme die Sache in die Hand. Wir hatten die geringste Konstitution. Wer wohl unser Hauptcharakter? Kommt der das mal, würde ich sagen. Dann gebe ich der Planer mal den Ohren statt Ferlock. So. Okay. Mit den beiden auf der Seite gehen wir dann im nächsten Part. Da hoch. Danke fürs Sehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.